eine Hymne zum Mitsingen. Bester Chartpop, das können sie, die American Authors. Vier Jungs aus Brooklyn, fast pleite, schreiben sie den Song Best Day of My Life. Endlich der Riesenerfolg. Mainstream, sehr gefällig, schreiben Kritiker. Für sie nichts Schlimmes. Ich sehe gar nichts Falsches daran. Es zeigt auch nur, dass da mit dem Lied etwas ist, in dem sich die Menschen wiederfinden. Wir schreiben über unsere Erfahrungen und zu sehen, dass Menschen da mitsingen und offensichtlich Ähnliches erlebt haben, das ist doch großartig. Popmusik ist populäre Musik. Das ist es doch. Thanks, Dave. Beim SWR3 New Pop Festival sind Sie in diesem Jahr nicht die Einzigen, die versuchen wollen, das deutsche Publikum auch über Ihre erste Single hinaus zu begeistern. Gestatten, Sam Smith, in Großbritannien der Superstar der Stunde. Brit Award laut BBC die Stimme des Jahres. Nur in der Liebe, da läuft es für ihn gar nicht rund. Im letzten Jahr habe ich mich sehr einsam gefühlt. Ich habe jemanden geliebt, umgekehrt leider nicht. Das hat mir das Herz gebrochen, aber es geht wieder. Meine Lieder sind gar nicht so traurig. Sie haben auf mich einen therapeutischen Effekt. Ich spreche über die Probleme und helfe mir damit. Wenn ich die Lieder jetzt singe, merke ich, wie weit ich gekommen bin. Sagt er und lässt sich von seinen Fans anschmachen. Doch jetzt will er sich statt um die Liebe erst einmal um seine Karriere kümmern. Die scheint mit dem Liebeskummer-Sound ja ganz gut zu funktionieren. Darling, stay with me. All together.